Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 4 der Danish Spitters. Wir befinden uns auf der Strecke Salzburg-Rosenheim und haben heute die Aufgabe, unsere Regionalbahn von Freilassing Richtung München bis nach Traunstein zu fahren. Dort endet für uns die Fahrt. Aber ich habe heute einen besonderen Steuerwagen bzw. Na komm, was ist jetzt los? Etwas Besonderes für euch, aber das dazu gleich mehr hinten dran. Selbstverständlich unsere BR 111 dürfte es sein. Genau, die uns schiebt und wie gesagt, wir befinden uns hier in Freilassing, wo auch schon der ein oder andere Regionalzug zur Abfahrt bereitsteht. Dort steht noch ein RE. In der Abstellung hier findet sich noch ein Güterzug, der wahrscheinlich auf Weiterfahrt wartet. Dort hinten steht schon gleich der nächste hinten dran. Und es ist ein wunderschöner Sommertag. Es ist der 27. Juli 2024. Und wie gesagt, wir haben die Aufgabe, unsere Regionalbahn. Ich sehe gerade, hier können wir noch eine Karte aufhängen. Machen wir auch noch hier, vielleicht auch noch. Oder hier zumindest. Wie gesagt, unsere Regionalbahn bis nach Traunstein zu fahren. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Machen hier noch ein schickes Foto von dem Ganzen. Das sieht doch schick aus. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Boarden. Und dann sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Wie gesagt, das ist ein etwas anderer Steuerwagen, beziehungsweise auch eine ganz andere Dosto-Garnitur, als ihr sie vielleicht bisher kanntet und so vom Sound her und so weiter. Lasst euch überraschen. Ja, ich würde sagen, wir beginnen und zwar damit, dass wir hier aufrüsten. So, ihr hört vielleicht schon ein paar Unterschiede. Türen öffnen. Beleuchtung ein. Das lösen wir. Ne, Fernlichter brauchen wir noch nicht, aber wir brauchen Zugsicherheitssysteme. So, Zugsicherungssysteme heißt das. Bremsen ziehen wir natürlich etwas an. Wir wollen ja hier nicht wegrollen. So, ja. Dann fahren wir über Teisendorf, über Traun und schließlich nach Traunstein. Also wir haben praktisch einen Zwischenhalt. Genau, das ist jetzt auch nicht die weiteste Fahrt. Aber um euch das Ganze hier vorzustellen, diesen Soundmod des Dostos zu finden auf der Seite Train Sim Community. Ja, würde ich sagen, reicht das Szenario doch absolut aus. So, wir haben dann jetzt auch gleich Ausfahrt und genau, da hinten kommt auch schon der nächste RE. Könnte auch eine Regionalbahn sein. Das kann ich jetzt so aus der Ferne auch nicht sagen. So, ein paar Sekunden noch. So, steigt die Dame da noch ein? Scheint nicht so. Wir haben jetzt gleich auch Ausfahrt. Nämlich jetzt, wir verriegeln die Türen. Und dann haben wir Ausfahrt, lösen die Bremse und dann würde ich sagen, los geht's. Natürlich langsam aufschalten, mit der 111 kann man nicht rumspaßen. So. Auf geht's. Fünfzig fürs Erste. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Wunderbar, wunderschön.
11 Kilometer. Ruby ist 40. So. So, 60 und dann dürfen wir gleich das schon 100 km/h mehr. So, 140 schon, da können wir ruhig mal ein bisschen weiter aufschalten hier. Also wie gesagt, ich finde dieses Soundmod wirklich sehr gelungen. Hört sich richtig realistisch an, finde ich. Also auf jeden Fall definitiv besser als vorher. Vor allem auch jetzt, wo wir schneller werden. Also hört sich wirklich richtig schön an. Mega, einfach mega. Wunderschön. Richtig geil. Also ich finde den Sound sehr, sehr gelungen. Ich habe 10. Sowieso erstmal runterlaufen auf 0. Sonst haben wir sowieso keine Leistung mehr. Ihr seht das da vielleicht rechts in dem Tacho hier. Ist auf 0 laufen, ehe wir überhaupt wieder Leistung haben. Wir müssen eh bremsen auf 110 runter, von daher passt das schon. So.
lassen wir das mal wieder ein bisschen runterlaufen. Eh gleich da. In Teisendorf, unser einzigen Zwischenhalt. So, dann nehmen wir die Leiste mal komplett weg. Das sieht schon geil an, so. Auch wieder ausrollt. Schon nicht schlecht. So. So, das sollten wir aber relativ pünktlich schaffen. Also wir haben ja noch über eine Minute Zeit, 2 Minuten sogar, bis wir da sein sollen. Also ich denke, das haut hin. Auch der Sifa-Sound, einfach geil. Schöner Spaß-Sound, also schöner... ja, ihr wisst, was ich meine. Auch der Bremssound, genauso soll ein DOS zu bremsen, so soll sich das anhören. Traumhaft, einfach traumhaft. So, dann öffnen wir rechts die Türen, würde ich sagen. Ja. Wunderbar. Wunderbar. So, hier steigt schon eine Menge aus. Fahrgästen, wie ihr seht, das ist schon ein ordentlicher Auflauf hier. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Das ist ja mehr so ein kleiner Nebenbahnhof hier, so ein. Aber ja, dann ist dem so. Sitzen aber noch genug da drin. So, wir sollen noch bis 7.03 Uhr warten. Das sind noch ein paar Minuten. Dann tun wir das natürlich sehr überpünktlich. Traunstein, RB 7.03 Uhr. Fahren wir hier wieder ab Richtung München. In unserem Fall natürlich nur bis Traunstein. Geschoben von der wundervollen BR111 gab es ja mitgeliefert mit der Strecke. Da kommt der Gegenzug, würde ich sagen. Genau. Der hat natürlich auch den Sound. Ist ja klar, dass der KI-Zug das übernimmt. Der fährt nach Freilassing. Der hat dann auch noch eine Station vor sich. So, da bin ich mal gespannt, wer hier eher Ausfahrt hat. Wir haben nämlich jetzt Ausfahrt.
Wunderbar. Ich würde sagen, los geht's. Lösen die Bremse und schalten langsam auf. Ach, guck mal, der andere fährt auch schon weiter. Sehr nice. So, die letzten 15 Kilometer bis Traunstein. Also wie gesagt, der Sound ist schon echt genial. Ich finde den sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber für mich persönlich ist der sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Das ist so der kleine Nachteil hier mit der 111, dass man die erst wieder auf Null laufen lassen muss. Da haben wir natürlich bei 1,1% Steigung hier natürlich ordentlich Geschwindigkeitsabfall. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Gleich 110. Also wirklich ein wundervoller, sehr schöner Sound. Auch wie gesagt, diese Sprachwiedergabe, zum Beispiel für die SIFA, echt cool. Aufschalten. So, das ist das vorletzte Videowochenende, bevor es auf große Tour geht. Eine Woche Arbeit noch, dann endlich Urlaub.
Wird auch Zeit, finde ich. So, 130, komm ruhig mal ein bisschen Leistung geben hier. Wir wollen ja auch pünktlich ankommen. Ob es heute Abend einen Livestream gibt, bin ich noch nicht ganz sicher. Das hängt von einigen Faktoren ab. Privater Natur. Wie gesagt, das wird sich dann spontan ergeben. Wenn dann bitte es ein bisschen später werden, so, ich sag mal so 21.30 Uhr oder 22 Uhr. Und wie gesagt, das wird sich dann spontan ergeben. Ihr merkt es dann schon. Würde ich jetzt mal einfach so sagen, weil ich möchte jetzt nichts festmachen und kannst ja später nicht einhalten. Das wäre auch nicht so schön. Sprachausgabe sehr, sehr klar und sehr deutlich gut zu verstehen, muss ich sagen. Also finde ich sehr gut. So, 5,5 Kilometer noch, sollten das auch pünktlich schaffen, 5 Minuten haben wir noch, circa. Ich hoffe ja, dass wir diesen Sommer noch einigermaßen was davon haben, von dem Sommer. Bisher ist es ja mehr so Mischmasch, Kalt, Regen, ich werde mal zwischendurch warm Sommer. Naja, ich hoffe, ich habe wenigstens in meinem Urlaub dann auch einigermaßen Wetter. Wäre auf jeden Fall schon sehr schön. So, brauchen wir gar nicht mehr weiter aufschalten. Vielleicht 90, 70 sind wir eh da. Können wir schon mal ein bisschen bremsen hier. Ja. So, doch ein bisschen deutlicher bremsen jetzt.
schöne Bremskurve hier. Und dann sind wir in Traunstein. Sehr, sehr schön. Das auch wiederum sehr pünktlich. Richtig schön, richtig schön. So, öffnen wir abermals rechts die Türen. So, damit wäre unsere Fahrt abgeschlossen. Wir haben unseren Auftrag erfüllt und haben unseren Zug heile bis nach Traunstein gebracht. Der Rest ist jetzt Sache der Kollegen, die den Zug da weiterfahren bis nach München. Das ist übrigens Teil 1, da gibt es auch noch einen zweiten Teil von. So, dieser Zug fährt jetzt noch über Prien, Bad Endorf, Rosenheim, München, Pasing und München Hauptbahnhof. Das sind die nächsten Stationen dieser RB. Wie gesagt, wir haben unseren Auftrag erledigt und das ist einigermaßen vernünftig, pünktlich auf jeden Fall, und das ist die Hauptsache. Das war das kleine Vorstellszenario zu diesem Soundmod des Dostoparks, des Dosto Steuerwagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wie gesagt, dieser Soundmod befindet sich auf der Seite der Train Sim Community zum Download und wie gesagt, funktioniert auf der Strecke Rosenheim-Salzburg. Ihr habt gesehen, also ihr braucht dafür nichts zu besitzen, braucht eigentlich, ja, begutet die Strecke und die Dostos auf jeden Fall. Das solltet ihr schon besitzen, beziehungsweise auch die BR111, die wird ja eh mitgeliefert mit der Strecke. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu, das wäre mir sehr wichtig. Und schaut gerne mal in die Kanalmitgliedschaft rein, lasst Feedback da, das würde mir sehr helfen. Und ja, wie gesagt, zum Livestream weiß ich noch nicht, das wird sich spontan ergeben, aber ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut, haut rein, ciao, servus und tschüss.